Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr dieses Video findet, ist Suicide Squad Kill Justice League sehr wahrscheinlich schon veröffentlicht und wir alle, auch am PC, können das Game jetzt spielen und hoffentlich genießen. In diesem Video habe ich allerdings noch was dabei, wovor ich euch warnen möchte, dass ihr es vielleicht nicht tut. Ich glaube, es könnte dem einen oder anderen einfach nicht gut bekommen, wenn man jetzt momentan vor allem im Netz unterwegs ist. Mehr dazu aber gleich. Und ich möchte mich noch ganz herzlich für eure Anteilnahme am Stream letztes Mal schon bedanken. Es war eine super Zeit und die Woche geht es auf jeden Fall ab heute immer am Abend, dass wir Suicide Squad Kill Justice League zusammenspielen. Falls ihr wollt, unten ist ein Link in der Videobeschreibung bei Warner Bros. Games. Könnt ihr mich in die Freundesliste adden und dann können wir vielleicht auch mal zusammen zocken. Einen Clan gibt es auch, also meldet euch natürlich gerne in den Kommentaren. Worüber ich als erstes reden möchte, seht ihr bereits hier unten wahrscheinlich direkt unter mir. Und das sind einfach ein paar Auszüge, die ich heute für euch dabei habe. Ein paar Sachen werde ich verpixeln, weil, und das ist nämlich eben der Punkt, ich möchte euch zumindest davor gewarnt haben, dass ihr euch zu krass momentan durch YouTube bewegt oder andere Social-Media-Sachen. Denn es sind erstens sehr aggressive Sachen dabei und zweitens sehr krass gespoilerte Sachen. Ein paar Beispiele dafür und wie gesagt, ich wird das irgendwie verpixeln, damit ihr da nichts mitbekommt. Aber das Erste, was wir hier jetzt gerade sehen, Suicide Squad Kill Justice League is a woke disaster. Plus Rocksteady panics as fans reject the game. Also beides eigentlich oder mehrere Sachen hier schon wirklich krass ausgedrückt, dass es ein woke disaster ist und dass Rocksteady Panik hat und dass die Fans das Spiel ablehnen, finde ich alles erstmal an den Haaren herbeigezogen, weil er vor 15 Stunden garantiert keinen Einblick darauf haben konnte, was hier wirklich hinter den Kulissen passiert und was das insgesamt für ein Spiel ist. Weil vor diesen 15 Stunden konnte man sich noch gar kein so ein Bild von diesem Spiel machen. Das erstmal dazu. Das nächste ist, da verpixel ich euch was. Da geht es um Todesszenen, sage ich mal einfach ganz grob. Ja? Aber ihr seht einfach, es sind schon so krasse Spoiler am Start. Und wirklich, passt auf, worauf ihr klickt. Es sind so krasse Spoiler am Start. Die spoilern euch das komplette Game und ihr habt überhaupt alles dann einfach schon, alles versaut einfach, was die Story angeht. Nur für die Klicks, einfach nur die Ersten zu sein, das ganze Game zu spoilern. Es gibt ganz viele Kanäle, die das momentan schon machen. Das hier ist nur ein Beispiel davon. Dann haben wir hier nämlich nochmal, auch das hier ist erst kürzlich jetzt vor wenigen Minuten rausgekommen, wenn ich diese Aufnahme hier mache. Also ich würde euch nicht empfehlen, euch das reinzuziehen. Zumindest wenn ihr noch vorhabt, dieses Spiel vielleicht doch irgendwann mal euch zu holen und dem Game eine Chance zu geben oder zumindest die Story zu genießen, auch wenn ihr es in einem Sale kauft oder so. Aber hiermit versaut ihr euch definitiv die Story-Erfahrung. Denn das hier ist ein weiteres Beispiel. Einfach auch mal wieder irgendeine Todesszene. Völlig krass geleakt, beziehungsweise gespoilert, besser gesagt. Und ihr seht auch, die Anteilnahme ist hier ziemlich groß. Also anscheinend haben viele Leute Bock, sich extrem spoilern zu lassen. Einfach nur, um zu wissen, was hier los ist. Aber es geht auch noch in ganz andere Richtungen weiter. Nämlich, what a fucking joke, wird hier gesagt. Und dann kommt noch so eine Meldung, I'm gay. So, Joker, was ist das jetzt hier? Und das sind Kanäle, die sind riesig groß geworden anscheinend, ja. 435.000 Abonnenten, wie ihr seht. Und da kommen solche Aussagen hier. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, was hier teilweise wirklich losgetreten wird online. Ich habe das Gefühl, die Leute sind alle ziemlich verrückt geworden, ja. Suicide Squad Killer Justice League is a disaster. Rocksteady running review damage control, weil sie der Presse nicht vor Release schon Keys zugeschickt haben. Was ist daran Schadenskontrolle? Das ist doch ihre Entscheidung, beziehungsweise Warner Bros. Games Entscheidung, ob sie eine Strategie fahren wollen, dass sie der Presse vorab Keys geben oder ob sie die Strategie fahren wollen, dass sie der Presse erst später Keys geben oder mit dem Release wie allen anderen auch Keys geben. Genau die Frage, ob man Content Creator priorisiert und ob man AAA Content Creator quasi draus macht und dann eine Hierarchie und dann sind irgendwo die Drecks Content Creator und oben sind die Besten oder was weiß ich. Das ist doch jeder Firma ihr Sache, wie sie es machen wollen. Und genauso ist es doch ihre Sache, wie sie hier mit dem Release, mit der Strategie weitergehen. Ich weiß nicht, warum man dann so Sachen einfach an den Haaren herbeizieht, unterstellt und dann auch noch wirklich richtig aggressiv und ja, auch angreifend wird und auch so eine Sache wie I'm gay und Joker. Ich weiß nicht, was das soll. Also wirklich, die Leute haben einen an der Klatsche mittlerweile. Ich kann es nicht anders sagen. Oder hier auch so Sachen von relativ großen Channels, ja. Was the Arc at The Arkham Batman disrespected in a Suicide Squad Game. Ja, das Suicide Squad Game ist von Rocksteady Games und Rocksteady Games hat die Batman Arkham Teile gemacht mit Batman. Also
Ich weiß nicht, was sie da disrespekten können, ihre eigene Kreation, beziehungsweise natürlich, sie haben Batman nicht erschaffen, aber sie haben die Batman Arkham Teile erschaffen und viele feiern Batman wegen den Batman Arkham Teilen eben auch. Also ist es doch irgendwie Rocksteadys Ding auch, was sie jetzt hier, wie sie das Ganze weiterführen, oder? Also diese Arkham-Reihe weiterführen, ist ja ihr Ding, ist ihre Kreation. Also ich weiß nicht, was hier teilweise für Sachen abgerufen werden oder this is sad, fail, ja. Rocksteady gets destroyed for doing this to Batman. Was auch immer sie jetzt zu Batman getan haben, ich werde es euch, wie gesagt, jetzt hier nicht mit Spoilern reinbasteln. Ich will die Story auch noch genießen. Suicide Squad Game is a total disaster. Völlig übertrieben, völlig überspitzt. Aber das ist anscheinend genau das, was einen auf YouTube groß macht, ja? Ich meine, ich bin ja auch nicht bescheuert, ich sehe das ja. Aber ich finde, da gibt es doch vielleicht auch einen anderen Weg oder zumindest, dann fährt man es halt mal ein bisschen runter und nimmt halt weniger Aufrufe in Kauf. Aber fangt doch nicht an, so krass zu übertreiben und so durchzudrehen und die Leute so wild zu machen und alles so wild zu machen, dass einfach nur dieses Game jetzt schon komplett in den Abgrund zu treten. So, ich finde es einfach unfair. Das ist der Punkt. Kritik ist das eine, ein schlechtes Game ist auch eine Sache. Man kann Kritik üben, aber sowas einfach, gets destroyed und total disaster und solche Sachen. Also ich weiß nicht, warum sowas sein muss. Das Spiel ist jetzt für die Konsolenspieler, während ich aufnehme, nur um das mal festzuhalten, für die Konsolenspieler ist es so knapp, wirklich knapp gut gerechnet, 10 Stunden draußen. Ein paar Leute sind 1-2 Stunden früher reingekommen schon. Also sagen wir mal, es ist 12 Stunden draußen, das Game. 12 Stunden. Und das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt, was ich euch rausgesucht habe, was auf YouTube momentan abgeht, schon nach 12 Stunden, wenn dieses Game erschienen ist. Also ich finde es mega krass und ich dachte auch einfach, ich schiebe dieses Video noch dazwischen. Es kommt gerade viel Content raus, kommt von mir jetzt demnächst auch noch ein Video, aber es ist ein Game bezogen. Kommt mit Sicherheit noch ein Guide von mir mit Tipps für euch zum Start ins Spiel. Damit ihr einfach wisst, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch vorab schon ein bisschen informieren, was ihr machen könnt und so weiter. Aber das wollte ich einfach dazwischen schieben, damit ihr das wisst. Passt auf, wie ihr gerade durchs Netz geht. Es ist mega toxisch, es ist voll mit Spoilern und es ist voll mit Abfuck-News, wo Sachen dabei sind, die einfach nicht stimmen, die mega übertrieben sind. Und ich finde es keine gute Stimmung. Wenn ihr bessere Stimmung wollt, kommt gerne abends bei mir auf Twitch. .tv/relics vorbei, Links unten in der Videobeschreibung. Wir werden Spaß haben im Game und darauf freue ich mich. Bis dahin vielleicht, Leute. Und lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn euch mein Content allgemein gefällt und ihr mehr guten Content zu Suicide Squad Kill the Justice League möchtet. Bis dahin, ciao und viel Spaß beim Zocken.